Hallo meine Freunde und Freundinnen und Katzen und Katzinnen. Ich habe heute Lust über YouTube zu reden. Eigentlich hätte ich gedacht, dass ich eine komplette richtige Hammerfolge darum mache und so weiter. Aber ich habe mich dazu entschieden, das erstmal locker zu machen und dann später eher darauf einzugehen, wenn ich auch mehr Erfahrungen dazu mehr habe. Und zwar ist YouTube eine ziemlich schwere Sache. Ich hab genauso angefangen, denke ich mal, wie viele andere im Sinne von, boah. Und zwar habe ich wie viele andere YouTuber oder wie viele andere junge Menschen angefangen, YouTube zu machen, in der Hoffnung, boah, geil, das wird voll gut, dann kann ich mit anderen Leuten voll viel quatschen und Leute gucken sich meine Videos an und werden voll viel Spaß dabei haben. Die Wahrheit ist aber eine komplett andere. Du machst Videos, die dir hoffentlich total gefallen. Also wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du nicht Probleme hast, dass dir deine eigenen Videos vielleicht nicht gefallen und du unzufrieden bist. Sondern wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Ich mag mein Produkt. Ich mag mein Produkt sogar sehr. Aber das Problem irgendwie ist, warum guckt das denn keiner? Das ist so. Das habe ich mir vorher gar nicht denken können. Das war für mich. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Warum sollten Leute deine Videos gucken? Nicht im Sinne von, die sind ja gar nicht so gut. Die haben ja gar keinen Grund dazu. Sondern es gibt so viele YouTuber. Und es gibt so viele Leute, die irgendwas sehr Ähnliches machen oder vielleicht sogar das Gleiche sozusagen. Und selbst wenn ihr jetzt anfangt mit, ja, du musst dich abheben, naja, aber trotzdem guckt niemand deine Videos. Inwiefern sollten sie denn einschalten? Es ist ja nicht irgendwie, dass denen angezeigt wird, hier guck mal, das ist voll der coole Typ, der hat zwar bisher nur 30 Videos oder 40, weiß ich wie viele ich habe. Okay, mehr. Aber der hat ganz wenig Zuschauer bisher gehabt, aber hey, schaut euch doch den mal an. Ne, so funktioniert das halt nicht. Und ich will an dieser Stelle ganz klar betonen, ich will hier nicht jammern oder so. Ich weiß, ich habe mich darauf eingestellt und das ist eine schwere Reise sozusagen. Aber es macht mir dennoch sehr viel Spaß. Das sollte ganz klar gesagt sein. Ich habe wirklich viel Spaß an dem ganzen Produkt und an dem Projekt. Sonst wäre ich auch nicht zurückgekehrt zu dem Ganzen. Ich habe ja von Anfang an wieder gesagt, Mann, das hat mir so sehr gefehlt. Und ich wüsste gar nicht, wie ich ohne kann. Aber es ist gleichzeitig auch wieder eine mentale Herausforderung. Und das ist genau der Punkt, weswegen ich überhaupt dieses Video mache. Es ist eine mentale Herausforderung, dabei zu bleiben. Dabei nicht darüber nachzudenken, dass gerade vielleicht wirklich wenig dein Video gucken. Und die ganze Mühe, die du da reinsteckst. Du machst dir so viel Arbeit damit. Du machst dir nicht nur Arbeit, du machst dir auch einfach mentalen Stress dadurch. Und trotzdem guckt keiner dein Video. Das ist anstrengend. Das macht's schwer. Und das Problem von dem ist einfach, du musst da durch. Das bekommst du von jedem großen YouTuber gesagt und auch von eigentlich jedem, der so aufstrebend ist. Das Wichtigste ist, halt durch. Halt durch. Du musst erst an den gewissen Punkt kommen, dass die Leute dein Video gucken. Was kann man dazu sagen? Das trennt die Spreu vom Weizen. Das macht den Unterschied, wer durchkommt und wer nicht. Das heißt nicht, dass die nicht durchkommen, keine tollen Videos gemacht haben. Das heißt nur, dass sie es nicht durchgehalten haben. Und so verrückt es klingt, ich habe vor, das durchzuziehen. Das ist, für mich ist das seit sehr, sehr langer Zeit einfach fest. Da will ich auch gar nicht irgendwie drüber diskutieren mit irgendwem. Nicht, dass das irgendjemand macht. Aber falls man dazu kommt, das ist keine Diskussion für mich. Wenn es ein Jahr, eineinhalb, zwei Jahre braucht und solange ich dieses Ziel noch vor Augen habe, was ich mir vor Augen gesetzt habe, werde ich mich von nichts abbringen lassen. Das kann man einfach so sagen. Es wird hart, es wird steinig, aber Rihanna hat es auch geschafft. Ja. Hast du nicht? Ich habe genug, ich kaufe nur einen. Ja, mach das mal. Jawohl, Baby. Bowser ist tot.